kommt, hieß es gestern in der Redaktion. Und irgendjemand stellte die Frage, ob er denn Goethe auch gleich mitbringt. Tut er nicht, Schiller kommt allein und wir sprechen gleich mit ihm. Man kann das durchaus mutig nennen, wenn sich ein Musiker heutzutage mit dem Namen des großen deutschen Dichters schmückt. Aber dieser neue Schiller wird von den Kritikern derart gefeiert, dass tatsächlich viele nachsichtig sind und sagen, wenn es einer darf, dann er. Also bevor wir gleich ausführlich reden, stellt Ihnen der Kollege Holger Koch den guten Mann erstmal vor. Sein Name ist Christopher von Deilen und er ist Schiller. Für sein Album Atemlos hat der Klangkünstler 4 Wochen das Polarmeer bereist, hat sich vom ewigen Eis inspirieren lassen. Er ist eingetaucht in unberührte Landschaften, in eine bizarre Parallelwelt. Schillers Musik vereint digitale Klänge mit akustischen Instrumenten. Es ist die musikalische Verarbeitung von Gefühlen. Das Ergebnis sind elektronische Symphonien. Melodischer Elektropop aus Nullen und Einsen. Eine Klangkulisse, die auch live überzeugt. Schiller und seine Band nehmen das Publikum mit auf die Suche nach dem perfekten Klang und ständig neuen Bildern. Es ist die Einladung zu einer musikalischen Inspirationsreise hin zur Vision eines elektronischen Gesamtkonzepts. Das neue Album ist ein sphärisches Klanggemälde von Sehnsüchten und Hoffnungen. Schiller hat seiner Neugier freien Lauf gelassen, hat Einblicke gewonnen in die Folgen des Klimawandels. Für Atemlos ist Schiller den Dingen im ewigen Eis auf den Grund gegangen. Und heute macht er Station in Mainz beim ZDF Mittagsmagazin. Schön, dass Sie da sind, Christopher von Deilen. Oder soll ich Schiller sagen? Lieber Christopher. Schon? Ja, gerne. Ja, okay. Aber dann wenigstens die Erklärung, wieso Schiller? Wo kommt der Name her? Es gab vor 11 Jahren mal ein Lied, ein Instrumentallied von mir. Das hatte eine Glockenmelodie. Das Lied hieß Das Glockenspiel. Und auf der Suche nach einem Künstlernamen bin ich dann über das Gedicht Die Glocke, über diesen Umweg, dann bei Schiller gelandet. Und den Namen habe ich mir damals dann geliehen und habe ihn immer noch behalten. Ohne um Erlaubnis zu fragen. Ohne zu fragen. Okay. Und inzwischen geht das eine ganze Weile so. Es ist das 6. Album, von dem wir gerade was gehört haben, Atemlos. Auf dem Markt, das heißt Schiller und kein Ende in Sicht. Ja, das ist scheinbar eine Reise, die mich noch hoffentlich viele Jahre weitertreiben wird und viele Alben weitertreiben wird. Und auch bei Atemlos war ich wieder einmal sehr froh, dass das neue Ideen dazugekommen sind. Mhm. Man ist natürlich als Künstler oder als Musiker immer auf der Hut, dass man sich nicht zu sehr wiederholt, dass man sich versucht, neue Aspekte zu erschließen. Und wenn man das dann schafft und wenn man das dann irgendwie hinbekommt, ist das schon ein erster Grund zur Freude eigentlich. Jetzt ist es das 6. Album. Würden Sie auch sagen, Sie haben sich im Laufe der Zeit verbessert oder kann man das gar nicht sagen? Ist es nur irgendwie anders geworden? Es ist eine Veränderung auf jeden Fall, aber ich hoffe auch eine Verbesserung, weil ich eigentlich als Klangforscher, wenn man so will, auf der Suche nach dem perfekten Klang bin. Ein hoher Anspruch. Ein hoher Anspruch und ich bin auch froh, ich hoffe, dass ich ihn nie finden werde, da müsste ich ja aufhören, sondern es geht darum die möglichst nahe Annäherung an den perfekten Klang, an die perfekte Melodie zu finden, um so wirklich ja Musik auf einer reinen Gefühlsebene wirken lassen zu können. Heißt das auch, wenn Sie Ihre eigene Musik hören, dass Sie dann hin und wieder feststellen, ganz perfekt ist es nicht, da hätte man was anders machen können? Ja, das ist ein Grund, weswegen ich eigentlich versuche, das Anhören der eigenen Musik zu vermeiden, okay. weil ich immer nervös werde und immer Angst habe, einen Fehler zu entdecken oder etwas, was man vielleicht noch hätte besser machen können. Anders hingegen, wenn man auf Tournee ist, wenn wir dann mit der Band das gemeinsam auf der Bühne umsetzen, dann kann man die Titel neu erfinden, man kann neue Aspekte abgewinnen und das hat dann was Beruhigendes auch. Wenn Sie von Weiterentwicklung sprechen, von Veränderungen, dann brauchen Sie natürlich neue Inspiration. Wir haben eben gesehen, dass Sie dafür ganz gerne auf Reisen gehen. Fällt Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf? Ich bin eigentlich sehr gerne zu Hause. Ich bin auch, glaube ich, ein sehr häuslicher Mensch. Aber wenn man vielleicht einige Aspekte im Leben relativieren möchte und möchte einfach mal wirklich die grundlegende Sichtweise auf die Dinge verändern, ist das zu Hause nicht so einfach. Und sich dann auf Reisen zu begeben und in Gegenden auch vielleicht, die etwas abseits des normalen Reisewesens sind, dann hat das, glaube ich, eine,
eine inspirative Wirkung, weil man dann nach Hause kommt, worauf ich mich dann immer sehr freue. Aber dann ist man ein anderer Mensch, man hat andere Gedanken, andere Gefühle, die sich wiederum dann in die Musik auch einbringen lassen. Und sind das ganz besondere Reisen, die Sie mitunter unternehmen? Jeweils die letzte auf dem Polarstern, also einem Forschungsschiff, haben wir auch Bilder von gesehen. Wieso gerade das? Man könnte meinen, warum setzt er sich nicht auf ein schönes, entspanntes Kreuzfahrtschiff und lässt es sich gut gehen? Da fällt einem doch vielleicht auch was ein. Ja, das habe ich noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin, aber der Gedanke scheint mir nicht sehr reizvoll, jedenfalls nicht, um eine Inspiration vielleicht zu bekommen, weil ja alles fertig ist. Es ist ja alles, es wird alles vorgegeben, man hat gewisse Bahnen, in denen man sich bewegen muss. Wenn man aber auf der Polarstern, auf dem Forschungsschiff sich auf den Weg macht in Richtung Arktis, in Richtung Nordpol, dann ist das ein völlig unbekanntes Naturreich, auch eine völlig unbekannte Umgebung für mich als einziger Musiker unter 50 Wissenschaftlern an Bord zu sein. Machen Sie da auch Musik in irgendeiner Form? Ich habe dort an Bord Musik gemacht, ja. Ich habe ein kleines Studio dabei gehabt, was ich mir dort einrichten konnte, okay, um Ideen festzuhalten. Da sind doch einige Titel entstanden, unter anderem das Lied Polarstern, ja, dem Schiff, wenn man so will, gewidmet. Darüber hinaus habe ich aber bei dieser Expedition, die es wirklich war, mitgearbeitet in einem Forscherteam und war also ja wirklich Teil dieser Forscherwelt und habe... Geht das ohne größere Vorkenntnisse? Überrascht mich jetzt. Ja, ich habe wir waren verantwortlich für einen Tauchroboter, den wir auch gesehen haben, ja, im Bild. Das ist so ein Kleinbus-großes Gefährt, möchte man sagen, ja, was also ins Wasser tauchen kann, 4000 Meter tief. Und das wird von einem Forscherteam ferngesteuert. Es gibt viele Kameras an Bord, man kann Bodenproben nehmen. Und dafür gab es einen kleinen Lehrgang an, aha, der Universität Bremen. Und okay, dort bei Marum hat man eben dann versucht, in einer Trockenübung so viel wie möglich mitzubekommen davon. Und all das wirkt sich jetzt auch aus auf Ihrer neuen CD? Also hört man irgendwas davon? Ein Roboter? Also ich weiß nicht, wie bringen Sie das in die Musik tatsächlich rein? Also ich glaube, dass es bei so einer Reise darum geht, dass man wirklich das Gehör und das Gehirn in Bewegung hält. Ja. Und weniger darum, jetzt eine akustische Reisebeschreibung zu machen und wirklich jetzt einen Eisberg zu vertonen oder ein Schiff zu vertonen, das ist okay, natürlich schwierig. Aber es geht darum, dass man eben Klänge entwirft und dass man auf Klänge kommt, auf die man eben ohne so eine Reiseerfahrung nicht gekommen wäre. Man ist natürlich dort sehr weit weg von zu Hause, hat auch ein gewisses Gefühl von Einsamkeit, von Sehnsucht. Und wenn man das dann konserviert und nach Hause ins Studio bringt und ja in die Musik mit einbringt, dann wirkt das klangvertiefend und damit auch dann gefühlsvertiefend. Nun haben Sie sich auf der CD Stimmen geliehen, quasi, auch teilweise sehr berühmte Stimmen geliehen. Also Mitch Ure zum Beispiel ist dabei, Sänger von Ultravox. Wie sind Sie auf diese Leute gestoßen? Wie kann man die ansprechen und wie kommt es dann zu dieser Zusammenarbeit? Ich habe schon vor langer Zeit gemerkt, dass ich überhaupt nicht singen kann. Okay. Und lade deswegen aus der Not eine Tugend machend, lade deswegen gerne Gastkünstler ein. Mhm. Und in diesem Falle war wirklich mit Jure von Ultravox eine ganz besondere Begegnung. Ich bin mit der Gruppe groß geworden in 80er Jahren seinerzeit. Ich auch. Ja, und das ist eben eine ganz markante männliche Stimme, die wunderbar zu elektronischer Musik passt. Und ich fange einfach an, wenn man so will, ins Blaue hinein. Und irgendwann komme ich an den Punkt, an dem ich dann merke, bei diesem Titel fehlt vielleicht noch das gewisse Etwas. Und dann hole ich mir praktisch Hilfe. Wenn mir dann als Komponist die Worte fehlen, dann hole ich mir gerne Hilfe. Und in diesem Falle war das mit Jule, den ich dann übers Internet, wenn man so will, über E-Mail kontaktiert habe. Wir haben telefoniert und uns auf Anhieb gut verstanden. Uns dann getroffen bei ihm in Südengland und einfach... Ja, uns musikalisch ausgetauscht. Und was dabei rausgekommen ist, das kann jeder hören, der mag. Und es lohnt sich, das sehr auszuprobieren. Schiller, Atemlos. Die Aufnahmeleiterin hat mir vorhin gesagt, sie hört es sehr gerne. Und man muss aufpassen, weil es süchtig macht. Aufhören ist dann ganz, ganz schwierig. Das wird sie wahrscheinlich freuen. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Und das ist ein großes Kompliment. Wir freuen uns, dass Sie heute da waren. Empfehlen, mit Ihnen ruhig auch mal auf Tournee zu gehen, zumindest eines Ihrer Konzerte zu besuchen. Denn es ist nicht nur Musik fürs Sofa, auch wenn es sehr entspannt ist. Auch ein Konzertbesuch lohnt sich sehr. Und nochmal vielen Dank für den Besuch heute, Christian. Danke für die Einladung. Danke sehr. Danke. So, und dann wird es bei uns Zeit für die Wirtschaft. Gestern ist schon durchgesetzt.